20 Frühblüher im Garten. Ausführliche Pflanzenübersicht. In den ersten Monaten eines jeden Jahres zeigen sich die Frühblüher im Garten und lassen die Natur mit ihren Farben erwachen. Bäume, Blumen, Sträucher bilden in dieser Zeit ihre ersten Blüten heraus. Sie ragen aus dem Schnee hervor, strecken sich in Richtung Sonne und verschönern Wiesen, Beete und Kübel. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen 20 dieser Frühblüher im Garten. Nummer 1. Das Schneeglöckchen. Schneeglöckchen sind eine der ersten Blütenpflanzen, die sich im neuen Jahr bewundern lassen. Bereits ab Februar entfalten sie sich bei passenden Witterungsbedingungen. Nicht selten ragen sie dabei aus einer dichten Schneedecke heraus. Denn dank ihrer hohen Blüte können die winterharten Amaryllisgewächse Schneedecken und hohe Gräser problemlos überwinden. Die Blumen wachsen natürlicherweise auf Wiesen oder aber direkt in Kübeln und Beeten. Nummer 2. Die Primel. Primeln sind pflegeleichte Blumen, die bereits ab März Kübel, Beete und Gräber zieren. In Europa liegt die Hauptblütezeit der Primel im Frühjahr. Bei guter Pflege kann sie zudem eine zweite Blüte im Herbst erleben. Eine frühzeitige Aussaat oder Pflanzung ist problemlos möglich. Die Blumen sind kälteresistent. Die unter Naturschutz stehenden Pflanzen bringen mit ihren Blüten in unterschiedlichen Färbungen Lebendigkeit in jeden Garten. So erblühen sie mehrfarbig, aber auch einfarbig in Weiß, Rosa, Lila, Blau, Gelb, Orange oder Rot. Nummer 3. Die Narzisse. Narzissen, auch als Osterglocken bekannt, fallen mit ihren gelben, großflächigen Blüten direkt auf. Die ausdauernden, mehrjährigen Pflanzen bevorzugen humose Bedingungen und benötigen während der Blütezeit ausreichende Nährstoffe. An sonnigen und halbschattigen Standorten gedeihen sie prächtig in Kübeln, aber auch direkt im Beet oder frei wachsend auf Wiesen. Bereits ab Februar können sich die früh blühenden Stauden zeigen und begleiten uns teilweise bis in den Mai hinein. Gern gesehen sind Narzissen auch als dekorative Schnittblumen. Auf diese Weise zieren sie Wohnbereiche in Vasen jedoch nur für kurze Zeiträume. Nummer 4. Der Schneeball. Das Moschuskrautgewächs trägt seinen unverkennbaren Namen aufgrund seiner Blütenoptik. Die Blüten zeigen sich zwischen März und Mai und ähneln dem Abbild eines Schneeballs. Bestimmte Schneeballvarianten, darunter der Winterschneeball, können aber bereits bei mildem Wetter von November bis März blühen. Die Pflanzen sind winterhart und bilden auch unter winterlichen Bedingungen ihre charakteristischen Blüten heraus. Trotz ihrer Blütezeit in den kalten Monaten sind einige Arten des Schneeballs frostempfindlich. Eine abdeckende Laubschicht über der Erde sowie ein witterungsgeschützter Standort schaffen Abhilfe. Auch sehr schön anzusehen. Nach der Blüte reifen tiefrote Früchte am Schneeball heran. Nummer 5. Das Leberblümchen. Leberblümchen sind unter Naturschutz stehende, bienenfreundliche Pflanzen, die optisch Krokussen ähneln. Zu unterscheiden sind die beiden Frühblüher im Garten jedoch anhand ihrer Blütenform. Die Blüten der Leberblümchen bilden sich schalenförmig heraus. Zwischen März und April lassen sie sich in sogenannten Teppichen bewundern. Die winterharten Pflanzen sind bis zu minus 28 Grad kälteresistent und bringen jedes Beet zum Strahlen. Doch nicht jedes Leberblümchen trägt die charakteristischen violetten Blütenblätter. Einige Arten sind weiß, rosa oder blau gefärbt. Nummer 6. Winterlinge. Die Hahnenfußgewächse der Winterlinge entfalten sich frei in Laubwäldern und auf Weinbergen. Dabei bilden sie ein großes gelbes Farbenmeer, da sie in Scharen wachsen. Doch auch einzeln im Beet oder in Kübeln wirken die Winterlinge mit ihren zarten gelben Blüten einladend und bringen Leuchten in die kühle Jahreszeit. Halbschattige bis sonnige Standorte sowie eine mäßige Bodenfeuchtigkeit sind ideal, um die Blümchen zwischen Februar und März bewundern zu können. Nummer 7. Magnolie. Weltweit gibt es über 300 Magnolienarten. Doch nicht jede Magnolie zählt zu den Frühblühern und bildet bereits zu Beginn des Kalenderjahres ihre prächtigen Blüten heraus. Die Pflanzen lassen sich als Baum, Strauch oder kleinwüchsiges Holz kultivieren. Frühblühende Arten der Magnolie zeigen sich zwischen April und Mai. Wann sich die Blüte tatsächlich entfaltet, ist von den jeweiligen Witterungsbedingungen abhängig und kann von Jahr zu Jahr variieren. Auch in welchen Farben die Blüten erstrahlen, hängt von der jeweiligen Art ab. Magnolien gibt es nämlich in weißen, roten, violetten, aber auch gelben Färbungen. Nummer 8. Veilchen. Veilchengewächse blühen in unterschiedlichen Farbwelten und prägen sich auch mehrfarbig aus. Sie gehören zu den beliebtesten Blumen, um Balkonkästen zu schmücken. Doch auch in Beeten, Kübeln, auf Gräbern oder wild wachsend sind sie ein Blickfang. Veilchen lassen sich in diesem Zuge sowohl flächendeckend als auch punktuell anpflanzen. Je nach Art erblühen sie meist zwischen März und Mai.
Frühblühende Veilchen sind allerdings frostempfindlich und benötigen daher einen Frostschutz. Übrigens, die Blüten der Veilchen eignen sich auch als ideales Topping für den nächsten Salat und sind essbar. Nummer 9. Krokus. Krokusse zählen zu den Schwertliliengewächsen. Wann sie erblühen, ist abhängig von der jeweiligen Art. Die gelb, weiß sowie violett blühenden Krokusse kommen häufig schon zwischen Februar und April zum Vorschein. Sonnige sowie halbschattige Standorte bieten den Blumen optimale Wachstumsbedingungen. Kombiniert mit einem durchlässigen, humusreichen Boden gedeihen die Frühblüher im Garten prächtig. Möchten Sie sie gemeinsam in einem Arrangement pflanzen, bieten sich Krokusse in Kombination mit Winterlingen oder Narzissen an. 10. Geflecktes Lungenkraut. Das gefleckte Lungenkraut zählt zu den Raublattgewächsen. Die Stauden sind horstbildend im Wuchs und zeigen sich vorzugsweise in bewaldeten Gebieten. Ihre kelchförmigen rosa bis violettfarbenen Blüten gehen zwischen März und Mai auf. Die Bodendecker dienen gleichzeitig als Zierpflanze. Zudem kann das Kraut als Heilpflanze die Genesung bei Erkältungskrankheiten unterstützen und kann außerdem zur Befreiung der Atemwege beitragen. Für das Kräuter- oder Heilbeet ist das gefleckte Lungenkraut somit eine passende Wahl. 11. Die Tulpe. Tulpen gibt es mittlerweile in über 150 Arten. Dementsprechend unterschiedlich sehen die Blüten aus. Die zahlreichen bekannten Farbgestaltungen sind vorwiegend in den Niederlanden gezüchtet. Tulpen lassen sich als Schnittblumen vorzugsweise im Frühjahr kaufen. Bereits ab Januar gibt es die ersten Blumen im Handel zu kaufen. In der Natur erblühen sie typischerweise zwischen März und Mai. Besonders schön anzusehen, Tulpen wachsen zunächst geschlossen. Sobald sie die Blütenreife erreicht haben, öffnet sich ihre Blüte. Nummer 12. Die Lenzrose. Lenzrosen läuten mit ihren Blüten die Gartensaison ein. Die Frühblüher bilden ihre Blütenstände bereits im Januar heraus und erblühen in weißen, roten, violetten sowie gelben Farben. Die Stauden können auch mehrfarbig heranwachsen. Charakteristisch für Lenzrosen sind ihre ungefüllten Einzelblüten und ihr überhängender Wuchs. Damit ähneln sie optisch der Christrose. Bereits ohne die Blüten bringen die wintergrünen Blätter Farbe in triste Wintergärten. An halbschattigen Standorten mit lehmigen, nährstoffreichen Bodenbedingungen gedeiht die Lenzrose prächtig. Nummer 13. Die Hyazinthe. Hyazinthen blühen wiederkehrend und sind dadurch eine beliebte Blume, die nur einmal im Beet eingepflanzt werden muss und immer wieder neu heranwächst. Neben ihrer auffällig leuchtenden Blüte fällt der intensive Duft der Blumen direkt auf. Zwischen Februar und Mai stimulieren Hyazinthen unsere Sinne. Ihre länglichen Blütenstände zeigen sich in blauen, violetten, weißen oder pinken Farben. Insbesondere bei der Anzucht im Kübel ist zu beachten, dass Hyazinthen humose Bodenbedingungen benötigen. Eine regelmäßige Bewässerung ist obligatorisch, damit die Pflanze heranwächst. Nummer 14. Gänseblümchen. Gänseblümchen zählen zu den bekanntesten Blumen Europas. Ihre trichterförmigen weißen Blüten bilden mit der gelben Mitte eine unverkennbare Kombination. Die Blümchen kennzeichnen sich dadurch, dass sie inmitten von Gräsern wachsen und kaum über eigentlichen Grasstängeln herausragen. Bewundern lassen sich Gänseblümchenwiesen nahezu ganzjährig an sonnigen bis schattigen Orten. Die Hauptblütezeit ist jedoch üblicherweise von März bis Juni. Zudem ist das Gänseblümchen essbar und ziert so ebenso unsere Teller. Selten finden Sie auch Exemplare, die rosafarbene oder rote Blüten herausbilden. Nummer 15. Der Blaustern. Der Blaustern zählt zu den Zwiebelblumen und bietet sich insbesondere für die Begrünung von Bauern oder Wildgärten an. Mit ihren bodendeckenden Wuchs wirken die Blumen äußerst natürlich. Damit die ausdauernden Pflanzen im Frühjahr heranwachsen, werden diese bereits im Herbst eingepflanzt. Zwischen März und April zeigen sie sich dann mit kräftig blauen, aber auch weißen und rosafarbenen Blüten. Möchten Sie den Blaustern in Kübeln kultivieren, pflanzen Sie die Blumen ebenfalls im Herbst ein, jedoch am besten direkt in das gewünschte Gefäß. Nummer 16. Die Küchenschellen. Die Küchenschellen, auch unter dem Namen Kuhschellen bekannt, sind winterharte, bienenfreundliche Pflanzen. Charakteristisch für die Blume sind der behaart wirkende Wuchs sowie die wollig erscheinenden, glockenförmigen, violetten Blüten. Alle Arten der Küchenschellen bilden sich im Frühjahr zwischen März und April heraus und blühen vereinzelt sogar bis in den Mai hinein. Sie begrünen Wiesen, Beete, Steingärten oder auch Dächer. In der Pflanzenpflege ist die Blume äußerst pflegeleicht. Sie bevorzugt durchlässige und trockene Bodenbedingungen. Im Beet wachsende Küchenschellen benötigen an warmen Tagen eine zusätzliche Bewässerung. Nummer 17. Forsythie. Forsythien zeigen in den frühen Monaten des Jahres ihre goldgelben Blüten. Die meisten Exemplare des Ölbaumgewächses entfalten ihre Blütenpracht zwischen März und Mai. Die Pflanzen wachsen als Großstrauch, sowohl an sonnigen als auch an schattigen Standorten. Zusätzliche Pflegemaßnahmen sind nur selten notwendig. Benötigtes Wasser zieht sich die Forsythie aus der Erde.
Auch eine Düngung entfällt während der Pflanzenpflege. Nummer 18. Bergenie. Bergenien sind aufgrund ihres dichten Blütenstandes beliebte Stauden im Garten. Zeitgleich sind sie pflegeleicht, frosthart und anspruchslos an ihre Umgebung. Sie sollten lediglich einen sonnigen bis halbschattigen Standort sowie durchlässige und frische Bodenbedingungen sicherstellen. Mit ihren Blüten belohnen sie die Pflanzen zwischen März und Mai. Sie wachsen doldenförmig heran und sind meist rosa gefärbt. Nach der Blüte bilden sich die Kapseln an der Bergenie. Auch dann wirkt die Bergenie im Garten dekorativ. Ihre wintergrünen Blätter verfärben sich im Herbst bunt. Nummer 19. Immergrüne Schleifenblume. Die immergrüne Schleifenblume ist ein robuster, winterharter Flachwurzler und dadurch vorzugsweise in Stein- oder Dachgärten vorzufinden. Sie wachsen kissenartig heran und bieten sich so als optimaler Lückenfäller im Beet an. Charakteristisch für den Bodendecker sind seine schleifenförmigen, weißen Blüten, die an sonnigen bis halbschattigen Plätzen aufblühen. Ihre Blütezeit beginnt Ende April und geht bis Anfang Juni. Die Frühblüher bevorzugen nährstoffreiche, durchlässige bis lehmige Bodenverhältnisse und strahlen auch im Winter mit ihren immergrünen Blättern. An die Pflanzenpflege stellt die Blume keine Ansprüche. Lediglich einen jährlichen Rückschnitt sollten sie einplanen. Nummer 20. Vergissmeinnicht. Die zu den Raublattgewächsen zählende Blume gibt es in über 50 bekannten Arten. Frühblüher des Vergissmeinnichts zeigen sich in violetten bis bläulichen Farben, überwiegend von April bis Juni. Charakteristisch für die Blümchen sind die sternförmige Mitte sowie das gelbe Blütenherz. Je nach Art kann die tatsächliche Blütenfarbe variieren. An sonnigen Standorten wachsen Vergissmeinnicht sowohl in Beeten als auch in Kübelkulturen. Um die Blumen im Frühjahr zu bewundern, können Sie die Aussaat bereits im Sommer des Vorjahres vornehmen. Bei einer frühzeitigen Pflanzung sollten Sie jedoch auf einen Winterschutz achten. Alternativ lassen sich Vergissmeinnicht auch käuflich erwerben. Fazit: Mit dieser Liste an Frühblühern lässt sich Ihr Garten nun prächtig gestalten. Ob auf Wiesen, im Blumenbeet oder im Kübel, Sie finden garantiert die passenden Blumen für Ihr Bedürfnis. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen.